So, auf geht's mit Grit und Maximum Attack. Dann gehen wir mal rein ins Rennen. Nummer 1. Drei Rennen heute. Dann schauen wir mal. Hier sind wir nun mit der ersten Runde. Kristen, was denkst du? Es ist das Eröffnungsrennen und ich glaube, wir werden sehen, wer hier ist, um die Konkurrenz kennenzulernen und wer von Anfang an dominiert. Entschuldige, es ist gleich soweit. Kein Mittag, okay. Geht wieder darum, drei Runden Zeit für die schnellste Runde. Für die schnellste Zwischenzeit. Oh mein Gott. Der möchte mich nicht überbeilassen, der Kollege. Den habe ich. Und das ist die Bestzeit. Also, die haben wir überholt, dann jetzt wollen wir mal bis zur 3 bekommen. Ja, gab es. Und haben wir aber durch. Rennen 1 ist erledigt. So, mal gucken. Mit dem zweiten Rennen jetzt gleich. Für das heutige Event sind wir in Brands Hatch. Kristen, was kannst du uns dazu verraten? Ah, gibt wieder ein normales Rennen. Erwartet ein großartiges Rennen. Wir sind gleich wieder da. So. Hau auf. Da wurde die Streckenbegleitung überquert. Das könnte teuer werden. So, gleiche Spielchen nochmal. Ja.
Ja, da wollte ich vielleicht ein bisschen von der Strecke schieben, aber gut. Die nächste Folge wird wieder kurz, weil das nur ein Rennen ist. Ja, die Zeit ist natürlich absolut schlecht. Letzte Runde, aber ein bisschen was rausgeholt am Ende. Ja, bin uns nicht vorbei lassen, Junge. Aber auch das hat wieder deutlich Zeit gekostet. Reicht aber trotzdem zur Bestzeit. So. Letzte Rennen für heute. Also mal schauen, mal Tee nehmen. Es geht in die alles entscheidende letzte Runde. Kristen, was denkst du gerade? Das. Warte, mir wurde gerade gesagt, dass das Rennen in wenigen Sekunden beginnt. Schwierig, da jetzt nicht durchzukämpfen. Die beste Zeit haben wir, die erste. Zweiter, zwei, glaube ich, war das. So, gibt das nochmal eine neue Bestzeit? Ja. Und jetzt gehen wir in die letzte Runde. Thank you.
So, das haben wir auch so weit geschafft. Sollten wir ziemlich souverän stehen, jawohl. Und dann machen wir Feierabend. Wir sehen uns nächsten Morgen wieder mit dem Ding hier.